Versteckte Funktionen in Draw Teil 1 Farben und Farbpalette. Öffnen Sie Draw. Rufen Sie die Farbpalette auf. Öffnen Sie die Farbpalette, indem Sie im Menü Ansicht Farbleiste auswählen. Die Farbpalette wird nun im Dokumentfenster angezeigt und kann freischwebend oder an einer beliebigen Seite angedockt sein. Eine angedockte Farbpalette hat an einer Seite eine Linie mit einem Pfeilsymbol. Damit kann die Farbpalette aus- und eingeblendet werden. Fährt man mit dem Mauszeiger über diese Linie, so erscheint ein Doppelpfeil. Mit gehaltener linker Maustaste kann diese Linie verschoben werden. Stellen Sie die Farbpalette entsprechend Ihren Anforderungen ein. Bei häufigen Arbeiten mit den Farben empfiehlt es sich, die Farbpalette im inneren grauen Bereich mit der linken Maustaste zu fassen und nach oben zu ziehen, so dass die Farbpalette schwebt. Oder Sie halten die Steuerungstaste gedrückt und doppelklicken auf den grauen Bereich des Farbpalettenfensters. Die abgedockte Farbpalette kann am unteren Rand größer oder kleiner gezogen werden. Platzieren Sie die Farbpalette so, dass sie für Ihre Arbeiten leicht zugänglich ist. Das ermöglicht eine schnelle Farbauswahl. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.